Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Jetzt willkommen zurück zu Borderlands 2 mit der Lizzy. Hallo, ihr Lieben. Hallo. So, wir stecken Stäbe in Golems. Da freut mich schon ganz toll drauf. Vibrieren die? Was? Vibrieren die? Die Stäbe? Ja. Aber wie geht das? Und noch kann man nichts machen. Nee. Haben wir den doch im Inventar? Also bei mir wird angezeigt, ausrüsten Tab, aber boah, hör mal auf hier. Aber ich kann nichts ausrüsten. Boah. Nein, mein Schild ist unten. Geh weg. Oh, war ja klar. Das war nicht so schwer. Gleich mal gucken. Konntest du was reinstecken? Nee. Danke. Konntest du was reinstecken? Ich gehe nochmal zu Claptrap. Was soll ich denn sagen? Ob der mir vielleicht einen neuen Stab geben kann oder so? Vielleicht war mein Inventar voll? Seid ihr immer noch mit dieser Quest beschäftigt? Ja. Okay. Hä? Also ich hätte noch einen Inventarplatz frei, deswegen wundert mich das gerade. Missionsbeschränkung, Explosionwaffe ausrüsten, okay. Ach so, eine Explosionswaffe? Ja, die habe ich, aber wir müssen ja erstmal, wir müssen den Stab reinstecken und dann den Golem in die Luft jagen, aber wie? Habe ich eine Explosion? Ach, hier, magischer Golem. Ah, wir mussten einen speziellen. Bei einem bestimmten. Genau. So. Maxi Billion. Ach so. Boah. Boah. Jetzt braucht der Stab etwas Arachnidenmagie wegen der Flexibilität. Sucht euch eine Spinne und spießt sie mit meinem Zauberstab auf. Ich höre gar nichts im Moment. Oh, komm, der ist gleich down. Der ist gleich down. Wir müssen jetzt in eine Spinne. Ja, okay. Boah. 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 Töte Spinne mit Schock. Hast du eine Schockwaffe? Mal gucken, ob ich im Inventar eine hab. Ist das eine Slag-Waffe? Noch eine Slag-Waffe? Hier habe ich eine Schockwaffe. Das ist so Rutschgefahr. Ich habe nur Slag-Waffen. Ach da, ich hab eine, ja. Ja, ich habe auch eine. Sehr gut. Hey, okay. Hier sind Golems. Müssen wir dahin, wo die Golems sind? Aber wir müssen da durch, oder? Weiß ich nicht. Nicht zu weit geschützt. Ach, der ist resistent. Okay. Gegen Schock, ja, oder der Stahl aus Stein ist. Ja, ist doch gut. Ich sehe es doch. Missionsbeschränkung. Ich hab doch die. Ist alles gut. Alles klar. Ich nehme die. Wieder die Waffe. Yippie! Banzai! Aufgespießt. Huch. Oh nein, jetzt habe ich keine Muni mehr für diese Waffe. Kann ich verarschen? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ja. Hier, Ork-Krieger, kämpft gegen deinen eigenen Herrn. Ja. Nein, du sollst gegen den hier kämpfen. Er hat schon wieder ein Level up. Oh, ich kämpfe. Aber ich glaube, ich kann hier so einen Ork-Sörker. Ja, okay. Töten. Und sag Bescheid. Ja, ich stehe wieder. Oh nein! Dieses verdammte Oh, ich kämpfe. Ja, ich stehe wieder.
Sehr gut. Ich auch. Okay, gut. Dass der respawnt, ist ja mal mega kacke. Oh, ich kämpfe schon wieder. Der ist doch gleich da, ich hab ihn. Nochmal. Ja, jetzt endlich. Also das muss doch echt nicht sein, dass der hier respawnt, oder? So, der ist auch down. Mann, ist gut jetzt. Oh, wie viele das sind. Aber wirklich. Wir wollen gar nicht übertreiben. Nee. Wir schicken die Leute ein paar Mal durchs gleiche Gebiet und immer wieder spawnen die Gegner komplett wieder. Samt Kriegsherren. Ja. So, Orksurfer. Achso, jetzt sind alle anderen schon tot. Toll. Wow. Das hat's gebracht. Jetzt brauche ich erstmal Muni für meine Schockwaffe. Muni für die Schockwaffe, bitte. Warum ich so gut rieche? Was, der riecht gut? Ich glaube eher nicht. Habe ich immer angezeigt kriege. Nein, du musst die richtige Waffe auswählen. Ja. Voll ätzend. Boah. Ja, renn noch gegen die Truhe. Gute Idee. Jetzt müssen wir natürlich... Ich meine, hier war noch zwischendurch auch Spinnen. Warum müssen wir jetzt wieder ganz zurückrennen? Ich weiß es nicht. Wow! Oh Gott, das war knapp. Bist du gestorben? Nein. Schade. Soll ich nochmal für dich durch die Zwergenpresse rennen? Ja. Ja. Ich merk das schon. Ich geht fui bäh, hab ich gerade gekriegt. Kein Zielfernrohr, kein Problem. Okay, okay, wir müssen halt. Ich versuch mal eine Spinne hier. Die kann ich nichts reinstecken. Jetzt kämpfe ich, toll. Oder ist das auch wieder eine bestimmte? Wahrscheinlich ist es wieder eine bestimmte Spinne. Stecke Stab, ja, Spinne. Ja, magische Spinne, ja, hier. Badass-Spinne? Okay. Oh, ich kämpfe. Okay, wir töten sie mit der Schockwaffe. Kannst du mich kurz retten? Wo bist du denn? Da. Nee, ich lieg hier. Ich bin auch tot. Oh, geil. Ich bin wieder. Okay, ich stehe wieder. Boah, jetzt ist aber gut hier. Okay, alles klar. Okay. Lass die magische Spinne in Ruhe. Die müssen wir töten, nicht du. Oh, ich kämpfe schon wieder. Was? Oh. Ach Mensch, leck aber mich da kommt sie direkt wieder. Ich füge den Stab wieder ein. Ja. Was für ein Scheiß. Ich hab die ganze Zeit mit der Schockwaffe. Ja, wahrscheinlich war denn der Todesstoß war dann von mir aus versehen ohne Schockwaffe. Ja, wahrscheinlich. Toll. Wo ist sie denn? Hä? Wo ist meine Schockwaffe hin? Hier, um mich herum. Mistvieh. Wir können sie vielleicht auch erstmal mit einer anderen Waffe anschlagen. Oder? Ja, wir haben es ja gleich. Na, das Schild ist gleich unten. Ja. Ja. Geh weg, du Scheißvieh. Toll. Schieß Ork ins Gesicht, das ist sehr gut. So, ich muss doch erstmal diese
Skin-Anpassung. Diese blöde Schockwaffe wieder wegmachen. Was ist das für eine Skin-Anpassung? Catch a Ride. Achso, Catch a Ride, alles klar. Geil. Wow. So. Wir mal alles nachladen hier. Jetzt müssen wir wieder ganz zurück und gegen die Orks nochmal kämpfen. Wahrscheinlich ist der Kriegsführer da wieder da. Sag mal, heilst du noch, wenn du mich anschießt? Nein, das hattest du mich schon mal gefragt. Das tue ich nicht mehr mit dem Mod. Da kriegst du nur so nach und nach Heilung. Naja, das sehe ich. Aber halt sehr langsam. Ich kann ja einen anderen ausprobieren, aber ich habe sonst, glaube ich, keinen Heilmod mehr. Na gut. Ich habe noch, was ist das hier? Ich merke noch! Ja, ich kann den mal austesten. Der hat 39,6 gegen was? Ich kann den mal austesten. Der schneller heilt. Wahrscheinlich ist einer von den anderen Mods eh besser. Ohne Heilung, aber. Oh, da habe ich jetzt keine Zeit für. So, hier ist der magische Ork. Mit einem kritischen Treffer. Also in Kopf. Gut, der Stab ist jetzt voll aufgeladen. Bringt ihn mir einfach wieder her. Okay. Und keine Bange. Ich habe etwas aus dieser letzten Sache mit dem Ort gelernt. Mhm. Button. Gar nichts. So, wieder zurück zu Claptrap. Oh, das ist anstrengend. Claptrap ist anstrengend. Ich weiß schon, warum er Kicks geht. Hier ist falsch. Ja, das sehe ich auch gerade. Wir müssen da hinten hin. Claptrap ist nervig. Claptrap ist nervig. Schalalalalala. Das ist das, was dir wieder einfällt, ne? Ja. Miau. Ja. Na klar. Miau. Eine Katze. Ein Tiger. Ja, du bist Rain Meats. Ja, genau. Hier müssen wir hoch, genau. This way. Walk this way. Rain Meats, 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 Meats. Böse Katze, böse Katze. Oh, keine Angst. So, Zauberstab. Ich spüre, wie die Magie durch meine Atem pulsiert und sie macht mich wahnsinnig, verrückt, völlig irre. Natürlich. Logisch. Was ich gelernt habe ist, Magie ist der Wahnsinn und ich sollte unbedingt damit weitermachen. Ja. Es ist in der Zeit, dass Claptrap zeigt, was er drauf hat. Es wird eine Katastrophe. Komm mit, ich muss euch etwas zeigen. Jo, zeig mal. Das ist, glaube ich, nicht gut. Übrigens, vielen Dank für eure Hilfe mit diesem herrlichen Bart und so. Normalerweise die Leute mich um einen Gefallen. Macht, das Mutzi sich in mich verliebt. Verleiht mir grenzenlose Macht. Hört auf zu heulen und gebt mir aus den Augen, der mich erobert hat. Das, weil jemand etwas für mich tut, ist eine nette Abwechslung. Aha, jetzt geht's dahin. Wir sind halt nett, Claptrap. Wir sind... Ja, der wird doch gleich wahnsinnig oder sowas. Huh, geht ein Feuer an. Oh, oh. Ich glaube, es ist Zeit, euch meine wahre Macht zu offenbaren, Zauberlehrling. Ich werde einen Erzdämon beschwören und ihn dann mit meinen unglaublichen Kräften vernichten. Ihr steht gefälligst laut applaudierend daneben und sagt mir, wie umwerfend ich bin, klar? Bereit? Klar. Kommt herbei, Donner, zum Terrorblitze. Mit eurer Macht. Was tut er? Ja. Oh Gott, nein, was tut er? Wir erleben die Magie. Götter des magischen Wortes, ihr sollt meinen Fortschritt belohnen. Oh Gott, die Säule da drüben. Im Kampf gegen einen bösen Dämonen. Oh nein. Ein Besenstiel. Ein Besen? Mist, ich hab den Zauberspruch verkackt. Ich beseitige ihn schnell. Oh! Götter der Gier, schaff dieses blöde Kehrgerät. Oh. Tada!
Mhm. Er ist immer noch da. Was? Ich sagte, raus hier! Das ist der Zauberlehrling. Winziges Problemchen. Könntet ihr euch um diese Kerle da kümmern, während ich an einem Gegenzauber arbeite? Welche Kerle? Naja, komm. Ach, die Besenstiele? Oh. Ja. Nee. Oh! Nichts gegen euch, Lehrling. Aber diese Besen sind unglaublich. Und sie haben mich selbst gemacht. Ey! Ist das von Mickey? Mickey Maus oder was? Ja, gut, der Zauberlehrling ist ja noch was anderes, aber ja, es ist erstmal von Maus. Wow, brennender Besenstiel. Ah! Nein! Jetzt wollen die auch noch Feuerschaden. Und dafür habe ich keine Muni mehr. Schön. Want some of this? Aber was ist denn die eigentliche Grundlage der Zauberlehrling? Ist das, ich dachte, das wäre nur Mickey Maus. Nee, nee. Bärtchen rein, Bärtchen fein. Mach die Dinger winzig klein. Oh! Na gut, das genaue Gegenteil von dem, was ich vorhatte. So ein Idiot, ey. Kann der mal aufhören, irgendwas verbessern zu wollen? Oh Gott. Huch! Nein! Scheiße! Was denn? Ja, ich bin hier runtergerutscht. Ach so. Weil ich ausweichen wollte. Toll! Toll! Ich hab's. Jedes Mal, wenn ich versuche, was Gutes zu zaubern, passiert was Schlechtes. Also sollte ich was Schlechtes versuchen, damit genau. Es Gutes klappt. Das ist ein guter Idee. Also gut, ihr Götter der Bohne. Ich beschwöre Badass-Klone. Brennender Badass-Riesenbesenstiel. Oh Mann! Die haben alle auch ein Level up. Nein! Ja. Aber die halten zum Glück nicht viel aus. Ja, zum Glück. Oh, renn mal auf! Oh, was? Tut mir nicht leid. Ich versuche es rückgängig zu machen. Was? All ihr Götter, Rot, Blau und Orange. Ich brauche Schutz. Eure helfende, meine Fresse. Wieso habe ich denn Orange gesagt? Wieso habe ich Orange gesagt? Was? Nicht Hilfe. Götter des Bartes, Rot, Blau und Orange. Helft meinem Knecht, er vergeht fast vor Angst. Scheiße. Nein! Dann sag doch einfach bunt! Das hat nicht funktioniert! Wow! Mach sie fertig! Mach sie fertig, mein Zauberling! Oh, leck mich am Arsch hier, ey! Was ist denn das? Ich. Oh! Gerettet! Toll! Ich glaube, ich habe erstmal genug mit Magie rumgespielt! Komm zurück, Lehrling! Ja, kann ich nicht. Oh, das ist doch zum Kotzen! Hey, was macht was denn dein Problem? Ja, ich bin hier schon wieder runtergerutscht! Warum denn? Na, weil ich ausgewichen bin. Ja, aber doch nicht in den Abgrund. Ich kotze gleich im Dreieck. Echt, das ist echt zu. Ach, Lizzie. Du bist schon eine, ey. Was ich sagen wollte. Ja. Der Zauberlehrling ist, glaube ich, auch von Goethe oder sowas. Ach so. Ursprünglich. Ah. Aber es wurde ja aufgefasst in Phantasia, ja. Und die Besen waren aus Phantasia, denke ich mir mal. Okay. So, okay. Okay. Beschwörer in der Geschichte der Sauberei. Sauberei? Oh Gott, dieses Wortspiel. Tada! Tada! In der Sauberei. Oh Gott. So, und jetzt wieder zurück. Ja, können wir jetzt mal was Richtiges wieder machen? So, die, so der Höhle der unendlichen Qualen, da sind wir ja noch nicht. Also. Ich lege jetzt gleich erstmal die Waffe ab. Lizzie lässt die Waffen fallen. Welche hatte ich denn vorher, verdammt nochmal? Welche Hüllen? Ja. Ich hab die eingewechselt gegen. Nee, die habe ich eingewechselt gegen. Achso, das war eine Sniper. Ich lauf schon mal vor, ne?
Nee, das ist die andere gewesen. Oh, Manu! Manu! Ich hoffe, ich laufe auch richtig. Das weiß ich nämlich nicht. Wenn du wirklich richtig stehst, sehen wir, wenn das Licht angeht. Ich bin auf jeden Fall wieder in der Hall of Emancipation. Nee, das war doch okay, falsch, oder? Okay, dann komme ich dahin zurück. Ach so, soll ich... Ich guck ich mal weiß selber. Es nicht. Wir müssen wieder da hinten hin. Das haben wir aber auch noch nicht entdeckt. Nee, nee, da hier sind ja auch noch geschlossene Tore. Das können wir auch gar nicht entdecken. Hier, diesen, das in der Mitte hier. Okay, aber da müssen wir irgendwie hin. Ach so, nee, ach so, da hinten. Ja, das werden wir gleich entdecken. Wir müssen auf jeden Fall erstmal wieder zurück. Über die Brücke? Wo wir vorhin waren, ja. Scheißdreck, Elender. Level up! Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, darf doch wohl nicht wahr sein, oder? Ja, mein Scheiße hier. Die Wahl hat. Lisi? Ja? Achso, okay. Wo bist du denn? Hier bei der Emanzipation. Ja, ja. Ach, du levelst jetzt erstmal. Ja, genau, jetzt bin ich auch fertig. Alles klar. Mhm. Kennst du den Weg? Das weiß ich nicht. Ich denke mal, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich dachte, wir müssen jetzt hier über die Brücke irgendwie. Aber da ging es ja auch nicht weiter. Da war ja ein Tor, was sich nicht geöffnet hat. Genau, dazu suchen wir ja noch die Buchstaben. Oh, wir müssen zu der anderen Brücke. Das machen wir in der nächsten Folge. Okay. Wir danken euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Borderlands 2. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss, Jan. Alles Liebe. Tschüss.